Ja, Thema heute, das ist eine Übung, also Funktionsgraphen skizzieren, damit man fit wird. Wenn man integrieren will oder Flächen berechnen will, gemeinsame Schnittpunkte und so weiter, dann lohnt sich es immer, in Graphen zu denken. Nehmen wir mal an, folgende Funktionen sind gegeben, f von x. Die erste sei, wie hieße, x minus 2 in Klammern zum Quadrat plus 1. Und die zweite Funktion, g von x, sei minus 1,5 x plus 5. Naja, machen wir uns keinen großen Gedanken dabei für die g von x, denn die, ich mache sie mal blau, ne, das wird die werden, die läuft so, dass ich sage 1, 2, 3, 4, 5, hier bei der 5. Ich muss die Achsen übrigens nicht unbedingt so bezeichnen, dass ich hier immer eine 1 dran schreibe. Ich kann auch hier oben eine 5 dran schreiben, dann weiß ich, dass die anderen Einheiten hier 1 wert sind. Ne? 1, das genügt jetzt in diesem Fall. Und fangen wir mit der ersten an. Und zwar minus 1,5 x plus 5. Bei plus 5 fange ich an. Ich habe meinen y-Achsenabschnitt schon festgelegt. Der heißt plus 5. Hier, ne? Das. Und von da aus kann ich mit dem Steigungsdreieck anfangen. Nochmal zur Erinnerung, das Steigungsdreieck ist, wenn ich 1 nach rechts gehe, wenn ich also für x1 einsetzte, hier nur eine 1, jetzt geht es nur um das Steigungsdreieck, nur um diesen Teil hier, und ich setzte eine 1 ein, heißt das, ich gehe 1 nach rechts und 1,5 nach unten. Das ergibt sich, wenn ich hier eine 1 einsetze, ergibt sich minus 1,5. Dann hätte ich so ein piepliches Steigungsdreieck, das bringt mir nichts. Dann setze ich also nicht 1 ein, sondern ich setze am besten gleich den Nenner ein. Dann heißt das, ich gehe 2 nach rechts, ja, hier ist die 2 und muss 1 nach unten. Ja, so macht man das Steigungsdreieck größer, hat den nächsten Punkt. Und wenn mir das jetzt, oh nein, wenn mir das jetzt gelingt, dann habe ich auch einen einigermaßen schicken Graphen. Nochmal, es kommt mir nicht darauf an, dass der Graph super schick gezeichnet wird, sondern dass ich mit solchen wichtigen Punkten schon mal den groben Verlauf kenne. Zum Zweiten. Da lässt sich, ich mache den mal, ja, dunkelgrün, nee, hellgrün. Da lässt sich Folgendes ablesen, hier bei diesem. Lässt sich Folgendes ablesen, und zwar hier und hier habe ich, weil das die sogenannte Scheitelpunktform ist, habe ich den Scheitelpunkt praktisch schon vorgegeben. Der Scheitelpunkt heißt, aber hier muss ich umdrehen, in der Klammer, diesen Wert muss ich vorzeichenmäßig umdrehen, dann heißt der plus 2 plus 1. Also, Scheitelpunkt ist bei plus 2 plus 1. Hier ist der Scheitelpunkt. So, und jetzt kommt der Graphenverlauf. Das ist eine Normalparabel. Ich muss mir also keine besonderen Gedanken machen. Ich zeichne die Normalparabel und fertig. Das war's. Mehr war nicht gefordert. Mehr ist auch nicht nötig. Und jetzt habe ich ungefähr eine Vorstellung davon, wo meine Schnittpunkte sind. Dann kann ich irgendwelche Flächen ausrechnen und so weiter. Ne? Zum Beispiel hier die Schnittpunkte, die lassen sich ja durch einfaches Gleichsetzen errechnen. Und hier eine Fläche berechnen mit integrieren. Aber darauf kommt es uns jetzt in dieser Einheit überhaupt nicht drauf an. So, weiter. Nächstes Beispiel lautet, die zweite hieß f von, ja, das kommt davon. Zweite. So, f von x sollte sein minus x Quadrat plus 2x und g von x sollte sein nur x hoch 3. Wo schneiden die sich und so weiter. Aber das sind dann alles Folgeaufgaben. Jetzt geht es nur um den Graphenverlauf. Jetzt müssen wir uns wieder mit dem Graphen vorher ein paar Sachen überlegen. Bei x hoch 3 ist es ganz leicht. Das ist die y-Achse, das ist die x-Achse. Hier ist 1, hier ist auch 1. Hier ist es ganz leicht. Ich mache das mal in lila. Lila Graph geht hier durch und hier durch. Ne? Wenn ich minus 1 setze, 1 einsetze, dann habe ich hier einen ganz markanten Punkt, setze ich plus 1 ein, dann den. Und ein dritter markanter Punkt ist, die läuft ja vom dritten in den ersten Quadranten durch den Koordinatenursprung. Das wäre also g von x. Und jetzt zu f von x. Da müssen wir uns nochmal schnell ein paar Sachen überlegen. Mache ich wieder blau. Am besten, bevor ich mir hier mit quadratischer Ergänzung einen abrechne, mache ich es leichter. Ich mache aus f von x Folgendes. Und zwar f von x klammere ich aus als Beispiel minus x mal in Klammern x minus 2. Jetzt weiß ich die Nullstellen, das ist das Schicke an diesem Verfahren. Und ich sage, naja, die erste heißt 0 und die zweite heißt plus 2. Die Nullstelle, ne? Das ist x01 und das andere ist x02.
Die kann ich hier sofort ablesen. Also wenn ich hier eine 0 einsetze, wird der ganze Term 0, deswegen, und wenn ich hier eine 2 einsetze auch. Jetzt weiß ich also schon mal zwei Nullstellen, die eine ist hier und die andere ist bei plus 2, hier. Da es sich um einen Linearfaktoren handelt, muss der Graphenverlauf, Achtung, das Ding ist nach unten geöffnet, muss der Graphenverlauf hier linear so durchgehen. Jetzt fehlt bloß noch unser Scheitelpunkt, aber der Scheitelpunkt ist relativ leicht zu ermitteln, indem ich sage, der muss ja, weil der, das eine Parabel ist, die symmetrisch ist, muss der ja genau in der Mitte laufen, also xs ist demzufolge bei 1. So, wenn das bei 1 liegt, jetzt muss ich bloß noch einsetzen, damit ich auch den y-Wert dafür rauskriege, also ys ist demzufolge minus 1 mal, Klammer auf, 1 minus 2, schauen wir, minus 1 mal minus 1 ist plus 1, also genau hier. Wunderschön, Graph ist fertig. Fragen dazu? Wenn Fragen dazu sind, ich mache mal kurz Pause. Nächste beiden Funktionen stehen da, die sind gegeben. Fangen wir mit f von x an, wieder in blau. Und jetzt mache ich mal aus Spaß g von x rot. Achsenkreuz, schwupp, schwupp, ganz schnell. Jetzt schreibe ich mal nicht f von x, sondern y ran. 1, 1 und fertig. G von x ist eigentlich die leichtere. Fangen wir mit der an. Hier ist das absolute Glied bei plus 2. Und sonst nichts dazu, also ist das eine gestauchte Parabel, weil ein Halb davor steht, ist die flacher, verläuft die flacher, aber sie verläuft negativ. Aber bei plus 2 hat sie ihr absolutes Glied, ihren y-Achsenabschnitt und gleichzeitig ihr Maximum. Ne? So, also, schwupp, ersten Punkt habe ich und jetzt mache ich das nicht so spannend, jetzt zeichne ich einfach eine flachere Parabel, das reicht vollkommen. Wenn ich es genauer haben will, bestimme ich die Nullstellen. Gut, einverstanden. Mir kam es in diesem Fall darauf an, dass man erkennt, dass es keine, Achtung, ich versuche es mal, dass es keine Parabel ist, die wir kennen, sondern, also die keine Normalparabel ist, sondern eine etwas flacher verlaufende Parabel. Allerdings nach unten. Bei der hier, bei f von x, gucken wir uns f von x an, würde ich umschreiben. Wir haben zwar einerseits bei minus 1, minus 4 haben wir, also 2, 3, 4, 4 minus 1 minus 4, da haben wir unseren Scheitelpunkt, der lässt sich hier ablesen, ne? Hier Scheitelpunktkoordinaten, hier sind sie ablesbar. Und, aber jetzt weiß ich nicht, wie geht es weiter. Damit ich es einigermaßen normal habe, ich könnte eine Normalparabelschablone, aber das kann ich hier nicht machen, könnte ich anlegen, könnte loslegen. Mietzle ich die ganze Sache mal aus, das ist dann x² plus 2x plus 1 minus 4, also 1 minus 4, das ist minus 3. Also, das ist nicht schön. Also kann ich gleich sagen, minus 3. Und jetzt wird mir noch was anderes klar. Das heißt, hier und hier bei minus 3 kreuzt dieses Biest die y-Achse. Und fertig. Fragen dazu? So, jetzt zu diesen beiden. Die vierte Aufgabe habe ich hingeschrieben in der Zeit. Sind keine weiteren Fragen entstanden und ich kann mir jetzt das weitere Zeichnen ersparen, dann wird das Video kürzer. Ich fange mal gleich mit Hell-Lila an und zwar gucke ich mir das Ding an und sage, ach, die ist ja noch gestauchter, die ist ja noch flacher als diese rote jetzt hier, die hieß ja bloß minus 1,5x², die heißt minus 1,4x², verläuft noch flacher, aber bei plus 4 hat sie ihren y-Achsenabschnitt, also 1, 2, 3, na, 4. Hier ist auch gleichzeitig der Scheitelpunkt, weil sonst nichts dabei steht. Ne? Das ist das absolute Glied hier bei plus 4. Und jetzt sehr flach, also noch flacher als die andere, ist der Parabelverlauf. Und zur dunkelgrünen f von x, das ist eine sehr gestreckte Parabel. Alles, was ich hier einsetze, wird furchtbar schnell wachsen. Das wird nämlich nicht so wie bisher wachsen, sondern noch mal 4 wachsen. Und bei minus 4 habe ich mein 1, 2, 3, 4 minus. Habe ich meinen y-Achsenabschnitt, das heißt, ich mache hier ein ganz schlankes Parabelchen und lasse das Ding hier durchwandern. So ungefähr. Wie gesagt, ist nicht schön, aber muss ausreichen. Gibt es irgendwelche Fragen dazu? Also die blaue ist so billig, egal was ich für x einsetze, es kommt immer 2 heraus. Also habe ich es mit einer Geraden zu tun, die durch das absolute Glied, das steht alleine da, die durch 2 verläuft. Das ist nichts Besonderes, das ist g von x. So, und jetzt zum roten. Ja, 1 ist sicher, bei minus 3, minus 1, 2,
2, 3. Hier passiert was. Hier ist irgendwie ein Schnittpunkt. Das heißt aber nicht, dass da der Scheitelpunkt ist. Jetzt muss ich das Ding schnell in Scheitelpunktform überführen. Macht man wie folgt. Ich mache mal in Rot weiter. F von x schreibt man um in die Scheitelpunktform. Wir klammern ein x. Das Minus kann ich abschreiben. Minus. Und jetzt? Jetzt steht ja hier offiziell 2ab ist x durch 2 und durch x. Also, wenn ich das hier kürze, das x fällt weg, dann steht hier ein halb noch. Ne? Achtung, das werde ich mal wieder wegratzeln. Also ist minus ein halb, was da reinkommt als mein b in Klammer zum Quadrat. Und wenn ich ein halb mal ein halb nehme, dann hätte ich ja ein Viertel dazu geschwindelt. Also muss ich das ein Viertel hier wieder wegschwindeln. Und die minus 3. Na, und das ist nicht schlimm. Das hier ergibt 3,25. So, Scheitelpunkt liegt also bei plus 1,5 und das ist der Scheitelpunkt. Und bei 3,25. Also, das ist leicht. Bei plus 1,5 und 3,2, minus 3,25, Entschuldigung. Also plus 1,5 ist ungefähr hier und 3,25 im Negativen ist hier. Also habe ich es hier wieder mit einer, Achtung, Normalparabel zu tun. Das heißt also schwupp und schwupp. So, jetzt kommen wir zur letzten erstmal und wir machen mal schon einen kleinen Ausflug in die gebrochen rationalen Funktionen.